willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter bei der Firma David Motorentechnik. Guten Tag. Kevin ist auch schon am Start und wir kriechen heute mal ganz tief in ein paar Maschinen von euch rein, habe ich mir überlegt. Wir zeigen mal ganz was anderes, was ich schon immer mal zeigen wollte. Bisher hatten wir noch keinen defekten Motor, wo wir das Ganze hätten vielleicht gebraucht. Und zwar könnt ihr, wie man hier sieht, eine Vielzahl an Zylinderlaufbahnen, Buchsen, komplett selber herstellen. Und das heißt, das Rohteil kommt wirklich in Form von einer Stange und am Ende sieht das Ganze so aus. Ja, je nachdem, wie es halt für den entsprechenden Motor erforderlich ist oder was für Wünsche der Kunde speziell hat. Wir machen das viel für Alublöcke. Mhm. Gerade bei den sogenannten Open-Deck-Motoren, wo die Zylinder freistehen, wenn dann die Kunden höhere Ladedrücke fahren wollen, gibt es dann öfter mal Probleme. Das kann man dadurch lösen, man kann Hubraumerweiterungen vornehmen oder einfach, wie es zum Beispiel bei diesen Gehäusen, die dort stehen, der Fall ist, es gibt kein Übermaßkolben. Genau, das ist jetzt ein 911er Carrera Gehäuse, mhm. In dem Fall 997, um 2004. Und dort ist es auch so, es gibt nur ein Maß, es gibt nur Standardkolben. Und wenn man das instand setzen möchte, gibt es entweder die Variante des Aufbeschichtens der Kolben nachholen, vielleicht bekannt, oder Nikasil beschichten lassen, was im Moment ein bisschen schwieriger geworden ist, gibt es in Deutschland nicht mehr, oder man setzt eine Zylinderlaufbuchse. Aber man konnte tatsächlich so einen richtigen Sechszylinderblock auch Nikasil beschichten? Da gab es wirklich Firmen, die das gemacht haben? Das ist richtig. Es gab einen in Holland. Da gab es in letzter Zeit leider, warum auch immer, Schwierigkeiten mit. Es gab mehrere Firmen, die das gemacht haben. Die Blöcke sind auch nicht so einfach zu beschichten, weil das Material da nicht sonderlich gut für geeignet ist. Capricorn setzt da zum Beispiel beschichtete Laufbuchsen aus Alu ein. Weil, René, komm mal ran. Original ist hier wirklich eigentlich gar keine Beschichtung drauf, weil das ist Alusil, das ist der Block. Die wird nur, das wird schon mit so einer speziellen Paste gehohnt und fertig am Ende. Ne? So, das heißt natürlich, dass man aufbohren würde theoretisch in gewissen Bereichen gehen und das gleiche wieder machen mit dem Alusil, mit dem hohen? Ja, es gibt Instandsetzungsbetriebe, die das machen. Mhm. Für uns ist das Problem, man muss ganz, ganz spezielle Oberflächenanforderungen, die haben ganz besondere Oberflächenanforderungen, sonst funktioniert das nicht. Ja, ja. Und es gibt auch viele Kunden, die einfach, weil diese Motoren immer wieder diese Zylinderschäden haben, sagen, ich will das nicht mehr, ich möchte kein Alusil mehr haben, ich möchte einen soliden Grauguss-Zylinder. Eine Dauerlösung. Das sind halt die Kunden, die dann zu uns kommen. Okay, du sagst es Grauguss. Das heißt, was für Material haben wir hier? Also die selbstgedrehten Buchsen sind aus entweder GGG40 oder GGG60 Kugelgraphitguss. Mhm. Je nach Anforderung. GGG40 kann man einen schöneren Kreuzschliff einbringen. Die Oberfläche des Zylinders wird schöner. Der Kolben fühlt sich so gesehen in dieser Bohrung dann etwas wohler. Mhm. Allerdings halten die nicht so viel aus wie die aus GGG60. Mhm. GGG60 verwenden wir dann auch bei dieser Buchse, die du gerade in der Hand hältst. Die ist für einen Ford Focus MK3, mhm. für den 2,3 Liter Vierzylinder. Das war mal eine Probe, hat auch gut funktioniert, Auto läuft hervorragend. Da ist es so, da verwenden wir, weil die Zylinder so nah nebeneinander stehen müssen und das in diesem Bereich relativ dünn wird, ein Material mit größerer Festigkeit. Okay, also GGG 40, 60, nochmal stabiler. Ja. Lässt sich aber noch genauso gut bearbeiten, oder? Nein, GGG 60 erfordert deutlich geringere Schnittgeschwindigkeiten, Vorschübe, macht andere Geräusche beim Drehen, erzeugt mehr Temperatur, lässt sich schlecht, allgemein schwieriger bearbeiten. Also die Herstellung so einer Buchse ist aufwendiger. Diese Buchse ist nicht nur auf der Maschine hinter dir gedreht, sondern zusätzlich auch noch gefräst. Das ist korrekt. Ich könnte mal noch eine rausholen, die das Ganze noch etwas deutlicher zeigt, wie viel Aufwand das werden kann. Oh, okay, ja, das sieht nochmal... Ne? In diesem Bereich, also das ist zum Beispiel von dem Vorgängermodell, müsste sehr bekannt sein, Focus MK2, die 5-Zylinder Volvo-Motoren. Superschöne Dinger, total geiler Sound, Leistungspotenzial ohne Ende, bis auf auch den Block. Die haben gerne mal Stegrisse, brechen oben. Und irgendwann ist auch einfach mit der Integrität des Blocks Feierabend. Und dann kann man, ja, haben wir lange mit dem Kunden diskutiert, wie machen wir das am besten. Es gibt auch welche zu kaufen, da waren wir aus diversen Gründen nicht glücklich, weil die eben abgesagt sind. Ist das eine von dem Chris? Ja. Ja, Grüße gehen raus an die Beast Factory, da wollten wir eigentlich auch immer mal hin. Der gute Mann... Wir kommen dich auf jeden Fall nochmal besuchen. Ja, der hat das dann mit uns sehr viel diskutiert, wie man es denn am besten macht. Und herausgekommen ist das. Das heißt, ich weiß nämlich leistungsmäßig 15er auch schon an die 1000 PS, ne? Soweit sind die auch schon erfasst, ne? Also die hier haben wir bis jetzt nicht kaputt bekommen. Mhm. Was wir kaputt bekommen, sind Zylinderkopfdichtungen und Köpfe.
Am Block selber hatten wir bis jetzt dann keine Schäden mehr. Mhm. Und das heißt, diese waren dann ursprünglich auch ein Open Deck, also mit Wassermantel drumherum. Richtig. Das heißt, die Buchse, also die Buchse, die Alubuchse steht mehr oder weniger frei drin und ist komplett wasserumspült. Ja. Und das wird dann aber von euch mehr oder weniger umgebaut. Also ist immer noch Open Deck, nur dass oben ein Kragen ist, der sich nochmal abstützt. Und ganz das Wasser genau. muss durch diese ganzen Löcher. Richtig. Woher weiß man, wie groß die Löcher sein müssen? Weil es gibt ja so manche Kopfdichtungen, wo tatsächlich mal in der Kopfdichtung die eigentliche Öffnung von dem Wasserkanal wirklich nur noch ein Loch ist. Mhm. Wo man dann sagt, dass man an manchen Stellen das Wasser mit Absicht langsamer strömen lassen will, damit es da, keine Ahnung, mehr Temperatur oder so aufnehmen kann. Das ist ja auch immer so eine Wissenschaft für sich. Ja, das löst er in dem Fall in den Motoren, wo es erforderlich ist, durch eine andere Kopfdichtung. Mhm. Bei diesen Motoren ist es so, dass die Wasserführung sehr großzügig ist. Okay. Also da hatten wir bis jetzt thermische Probleme, nicht, dass ich wüsste. Diese 60er-Buchse ist dann aber wirklich so, dass da eigentlich Ladedruck, scheißegal. Also ich weiß, dass 3,5 Bar und Lachgas gefahren wurden bis jetzt. Das war kein Problem. Ja, also ihr seht auf jeden Fall, die Vielfalt ist auf jeden Fall exorbitant. Das heißt, theoretisch alles machbar. Und dann kommt ja auch noch der Punkt, genau, wir haben jetzt einmal Leistung und theoretisch Reparatur, weil es wird ja auch Motoren mal geben, wo einfach Bohrung kaputt, aber die Bohrung soll wieder hin. Das heißt, dann setzt man teilweise auch einfach nur so eine Standard-Reparaturbohrung ein, um aufs alte Maß wieder zu kommen. Ja. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal rüber und gucken uns den Ursprung dieser Buchse an. Sehr gerne. So kommt das Ganze hier bei euch an? Richtig, in üblicherweise 10 Stangen. Mhm. Insgesamt sind das dann 1,2 Tonnen, sprich jede Stange wiegt 120 Kilogramm. Das macht das Ganze dann auch für den Einzelnen relativ schwierig zu handhaben. Deswegen nehmen wir uns die Ameise zu Hilfe. Ja. Und meistens zu zweit schieben wir dann eine Stange über diese Rolle auf den Bandsägerautomaten. Wir haben diesen Bandsägerautomaten irgendwann mal gekauft, weil vorher haben wir uns die Rohlinge vorarbeiten lassen. Da haben die viel Geld vorgenommen und die Lieferzeiten waren unangenehm. So haben wir die Möglichkeit, jede Buchse so zu machen, wie wir es wollen. Wir können die Länge gleich passend absägen. Und ich habe dann so gesehen nur noch das Aufmaß zum Plan drehen. Solange der Außendurchmesser immer passt. Richtig. Wenn natürlich eine braucht, die noch größer sein muss. Ne? Ja. Aber ihr habt ja ein richtiges Materiallager hier, ne? Ja, das ist in der Tat erforderlich, weil manchmal hat man gerade dringend braucht man ein bestimmtes Material und dann ist das innerhalb von 4 Wochen nicht verfügbar. Da haben wir dann einfach gesagt, gerade für Kunden, die gerade schnell irgendwas brauchen, legen uns die wichtigsten Sachen zur Seite. Und das wird in aktueller Zeit ja definitiv auch nicht einfacher. Nein. Also alles richtig gemacht. So, ja, diese, wie hast du es genannt? Ablängenautomat? Bandsägeautomat. Okay. Ja, das bräuchte ich auch nochmal. Sieht ein bisschen anders aus als unsere Parkside für 96 Euro. Also da haben wir noch eine ganz normale klassische Bandsäge, wo man von Hand das Material durchschiebt. Bei der ist es so, ich gebe eine Länge ein und die sägt automatisch, bis das Material vorbei ist. Ah. Bedeutet, ich kann diesen Maschine sagen, mach mir bitte einen Rohling mit einer Länge von 130,4 mm und dann sägt die mir auf ein Zehntel genau so viele Stück, wie ich entweder eingebe oder bis einfach die Stange. Bis einfach leer ist. Durch, ne? Ja. Das heißt, die hat hinten auch eine Hydraulik zum Wiederhochgehen. Muss sie ja logischerweise zum Wiederhochgehen weiterschieben und neu sägen. Ganz genau. Und lädt selbst nach. Mhm. Krass. Das kann ich ja dann gleich gerne einmal zeigen. Ich bin mal gespannt, wie die sich da so durchkaut durch das Material. Das ist jetzt das 40er oder 60er? Das ist 60er. Material. 60er sogar. Ja. Das heißt, die wird auch ein paar Sekunden schon brauchen, bis sie da durch ist. Ne? Ja, definitiv. Aber es ist schöner als von Hand. Ja, wenn wir jetzt mit der Säge hier stehen würden, per Hand, dann... würde das längste Video aller YouTube-Zeiten werden wahrscheinlich. Okay, ja, eigentlich easy. Dann würde ich sagen, gehen wir es mal an. Alles klar. Geklappt hier. Junge! 1, 2, 3, 4 Stück. Haben wir quasi einen Satz für einen Vierzylinder. Richtig. Über geht's. Als allererstes musst du jetzt mal die Maschine vorstellen. Weil das ist ja eigentlich so als, ich sag jetzt mal, als Maschinenschlosser. Nee, wie nennt man das eigentlich? Maschinenschlosser? Das ist Spannungsmechaniker.
Zerspannungsmechaniker. Ja, das wäre heute die korrekte Bezeichnung. Ist das ja immer so was Heiligtum eigentlich, ne? Ja, für mich auf jeden Fall hier. Sieht auch schon so aus, als wenn es dir jede Menge Arbeit abnimmt. Ohne die könnten wir ganz viele Sachen gar nicht machen. Würde gar nicht gehen. Ist definitiv so, weil du die Wiederholungsgenauigkeit mit der Geschwindigkeit auf einer manuellen Drehbank nicht hättest. So, gerade was solche Teile angeht, die sind alle maßhaltig, die sind alle auf dem Hundertstel gleich. Ja, ja. Ich kann das in einer relativ großen Geschwindigkeit und großen Stückzahl machen. Und an der manuellen Drehbank würdest du für jede Buchse eine halbe Ewigkeit brauchen. Das heißt, wir haben auf der linken Seite das Werkstück. Eigentlich logischerweise. Rechts ein Werkzeugwechsler. Richtig. Und das reicht schon. Mehr brauchen wir nicht für die Schritte, sage ich jetzt mal. Ja, was ich noch habe, ich habe einen Messarm, womit ich der Maschine erklären kann, wo welches Werkzeug sitzt. Den kann man hier links neben dem Futter ausfahren. Kann ich das auch nochmal zeigen. Ah, das heißt, du bringst der Maschine damit bei, wo wirklich die Schneide vorne ist, dass er weiß, wo er eine Werkstatt genau schneidet. Und ich muss im Programm definieren, was ist das für ein Werkzeug. Mhm. Ne? Das heißt aber am Ende ist es wirklich so, wir nehmen mal so ein Rohlinge, kann ich ihn überhaupt kleben? Ja. Boah. Hat schon noch ein paar Kilo. 11. So, also das Ding haben wir gerade abgeschnitten. 11 Kilo? Ja. Das sieht bei dir so angestrengt aus. Ja, ist ein bisschen unhandlich, ne? Okay. Findest du jetzt 11 leicht oder schwer? Leicht? Nicht viel, ne? Nee. Ja, eine Hantel mit 11 ist was anderes als hier so ein schmieriges, rundes Ding rein. Und ich habe noch nicht gefrühstückt heute. Nein, auf jeden Fall, das war mal unser Rohling. Den hast du jetzt auf der einen Seite schon mal einmal bearbeitet. Richtig. Um dort erstmal eine richtig schöne Oberfläche hinzukriegen. Ganz genau. Das Problem ist, die kommen so als Strangguss raus und die sind teilweise unrund. Mhm. Was ich dann schon mal auf der Drehbank hatte, ist, ich musste die ganzen Schnittwerte sehr weit runterfahren, weil die sich im Futter gedreht haben, vibriert und verschoben haben. Das ist natürlich in so einer CNC-Maschine sehr gefährlich, weil die fährt dann weiter und fährt den Meißel kaputt und dann gibt es teure Schäden. Um das zu vermeiden, habe ich mir dann einfach gesagt, ich werde jeden Rohling immer aufs gleiche Maß abdrehen, damit das hier schön sauber in das Hydraulikfutter eingesetzt werden. Okay, das heißt, das ist, ich sage jetzt mal, eure Standardaufnahme, womit ihr dann jeder am Ende quasi so. Genau. Enger Schabini. okay, und dann geht es wirklich weiter. Es wird von hier gespannt und dann macht die Maschine alles in einem Durchlauf. Für die Seite. Für die Seite, ja. Und es kommt dann so hier raus. Das ist korrekt. Krass. Also, das ist diese Seite hier. Also, so rum eigentlich? Das ganz genau machen? Ganz genau, richtig. Hier sieht man so gesehen noch den Rest von der ursprünglichen Kontur, weil nur bis hier gedreht wurde, weil ja 35 mm in diesem Fall die Futterbacken tief. Bis dahin kann ich drehen und ich konnte schon mal innen drin das Loch reinbauen. Mhm. Das heißt, grob gesagt, zeigen wir euch gleich, wie diese Seite alles bearbeitet wird. Richtig. Du kannst ja einmal kurz, weil man wird es in der Maschine mit der Kühlflüssigkeit wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Richtig. Ist das eine Kühlmittel oder ein Schmiermittel eigentlich? Das heißt Kühlschmierstoff. Beides zusammen. Also. Ja. Okay. Macht in dem Fall auch beide Funktionen. Also es wird wirklich so heiß, dass es gekühlt werden muss? Ich habe es versucht, weil normalerweise bearbeitet man Grauguss trocken. Motorblöcke werden ja auch trocken gebohrt und trocken plangefräst. Das Problem ist, die Bauteiltemperatur wird so hoch, dass es im Futter anfängt, sich auszudehnen und zu verziehen. Ah, und ich habe hinterher konische, krumme, ballige Werkstücke, die man nicht gebrauchen kann. Okay. Das heißt, wird eingespannt. Was kommt als erstes? Als erstes wird die grobe Außenkontur mit einem keramischen Schrumpfmeißel abgedreht. Das heißt, hier wird einmal runtergefahren? Ganz genau. Diese gesamte Kontur wird vorgedreht. Vorne wird einmal vorher geplant. Dann kommen diese oberflächenerweiternden Rillen rein mit einem Stechwerkzeug. Oberflächenerweiterten Rillen. Okay, das heißt, man will gezielt in dem Bereich die Oberfläche vergrößern? Richtig. Und macht deswegen die Vertiefung rein? Ganz genau. Einmal sieht es schöner aus und des Weiteren im Motorblock später? Des Weiteren war es einfach so, dass Kunden gesagt haben, die würden das gerne noch zusätzlich haben. Aber jetzt für mich fürs Verständnis, diese Seite ist dann die Seite, die so rum oben steht? Oder ist das die Seite, die unten im Block verklebt wird, verpresst wird? Nein, das ist die Seite, die wirklich oben steht. Also wenn man sich das jetzt vorstellen möchte, kommt hier die Zylinderkopfdichtung drauf. Ah, deswegen auch oberflächenerweiternd, weil hier das Kühlwasser rumläuft
Und je mehr Fläche man beim Kühlwasser hat, ähnlich wie beim Kühler mit den ganzen kleinen Dingern, je mehr Wärme kann auch abgetragen werden. Richtig. Okay, cool. Das heißt, die werden reingedreht. Mhm. Anschließend? Ja. Danach, der nächste Arbeitsschritt wäre, wir haben ja dann immer noch Vollmaterial. Mhm. Dann würde ich den 60 mm Wendeplattenbohrer einsetzen. Mhm. Der hat Innenkühlung, anders wird das nicht gehen. Mhm. Sodass er von innen so gesehen die Späne nach hinten abführt. Mhm. Und der macht tatsächlich ohne Vorzentrieren ein 60 mm großes Loch da rein. Da einfach durch? Ja. Ich stelle mir bei sowas immer vor, ich bestelle mir jetzt bei eBay einen 60 mm Bohrer. Den verjünge ich hinten auf 12 mm und stelle mich dann an der Standbohrmaschine und versuche da so ein Loch einzubohren. Ne? Das wird, da wirst du niemals unten ankommen. Ne? Innen gekühlt heißt, da geht innen auch das Kühlmittel durch? Ganz genau. Anders ist es nicht möglich, sonst würdest du das auf der Länge nicht hinbekommen. Es würde einen Spänestau geben und der Bohrer würde im Werkstück festgehen. Ich flitze hier mal einmal durch. Guck mal. Das ist nämlich schon ein ganz schönes Gerät hier. Wie oft musst du die Schneidplatten da dann neu machen? Bei GGG 40 kann ich tatsächlich um die 30 Buchsen machen, mit einem Wendeplattensatz, sogar eigentlich nur mit einer Seite, also 60 Stück mit einem Plattensatz. Bei GGG 60 ist es unterschiedlich, da sind es 10 bis 20. Also okay. Ich habe auch definitiv mehr Werkzeugverschleiß mit steigender Festigkeit des Materials. Mhm. So, das heißt, hier ist ein 60er Loch drin. Das ist natürlich hier ein bisschen mehr. Das heißt, danach wird es nochmal innen ausgedreht. Richtig, dafür haben wir eine Bohrstange bestellt. Auch in Sonderaufnahme, Sonderlänge, weil diese Werkzeuge hat man so leider nicht kaufen können. Die dreht dann das vorgebohrte Loch auf das gewünschte Untermaß. In diesem Fall werden das bei der Buchse, die du gerade in der Hand hältst, 95,5 für eine 96er Bohrung, die es hinterher nach dem Fertigbearbeiten werden soll. Das heißt, fertig bearbeiten, die Bohrung kommt dann in den Block, dann wird gebohrt und dann wird gerundet. Richtig. Jetzt zeige ich euch noch einmal den Bohrer dafür. Und zwar, das ist das Ding hier hinten, ne? Richtig. So, weil der hat nämlich diese Länge, lange Tiefe, weil man ja logischerweise einmal in diese ganze Buchse reinkommen muss. Richtig. Von innen. Okay. Ich habe Muskelkater ab morgen. und dann, das war's schon? Ja, dann hätte das, ja, das sind alle Arbeitsschritte. Für diese Seite. Danach umdrehen, andere Seite nochmal? Ganz genau. Da muss ich das Futter einmal umspannen, weil das Hydraulikfutter hat einen begrenzten Spannbereich. Deswegen mache ich immer erst alle von einer Seite, damit ich die Buchse, ja, damit ich nicht 10.000 Mal das lösen und wieder zusammenschrauben und reinigen muss. Ja. Dann würde wirklich von der Rückseite der Teil bearbeitet werden, der in den Block kommt. Okay. Tja, ist ja schon fast Fließbandarbeit hier. Ja. Ich würde sagen, warte mal, nicht, dass wir jetzt irgendwas durcheinander bringen. Die war hier. Ja. Wie lange braucht die ungefähr? 7 Minuten. Auf die Sekunde, genau. Und das gucken wir uns jetzt an. Man merkt tatsächlich sogar noch, dass es ein bisschen warm ist. Ne? Ja. Also so ein bisschen Temperatur kriegt es ja drin auf jeden Fall. Guck mal, ich habe trainiert in der Zwischenzeit. 11 Kilo und gehen jetzt auf einmal deutlich einfacher. Nee, cool, nee, krass. Also wirklich ja nur Knopf drücken und laufen lassen. Ne? Ja, und ab und zu gucken, ob die Werkzeuge noch halten. Kontrollieren. Ne? So, jetzt der nächste Schritt, hatten wir eben schon kurz angerissen, ist jetzt die andere Seite nochmal bearbeiten. Das können wir euch jetzt zur Sekunde nicht zeigen, weil dann müsste Kevin einmal die Backen umbauen. Genau. Ist zwar kein Aufwand, brauchen wir aber nicht machen, weil der schönere Teil des Bearbeitens habt ihr ja quasi gesehen, ja. Mit dem Bohrer und so weiter. Hier ist es jetzt wirklich ja nur noch mal einmal vordrehen, planen, also dann auf Maß drehen wahrscheinlich. Ne? Richtig, genau. Das sind nur noch 2 Arbeitsschritte. Ne? Muss das hier eine besondere Oberfläche sein? Nein, in diesem Fall ist das nicht so wahnsinnig wichtig. Wichtig ist einfach nur, dass es maßhaltig und gerade ist. Okay. Das heißt, das ist auch das gleiche Messer zieht sowohl alles weg, als auch am Ende noch mal rüber. Nein, in diesem Fall nicht. Weil ich muss hinter dem Block passend fräsen und damit ich da nicht ständig die Werkzeuge umstellen muss und gleichbleibendes Maß habe, fahre ich das Material, was weg muss, grob weg mit, wie gesagt, der keramischen Schrubplatte. Dann hole ich ein Schlichtwerkzeug hinzu und drehe einfach nur einmal mit einem halben Millimeter Restaufmaß die gesamte Kontur einmal nach. Weil das keramische Schrubbwerkzeug es nicht schaffen würde, das in der Maßhaltigkeit direkt wegzuschrubben. Ja, vor allen Dingen auch, weil es so oft durch das Werkstück wandert, dass es von einem zum nächsten Werkstück zu viel Verschleiß hat. Ja, das heißt, wenn alles gut läuft, schaffst du richtig so ein paar Buchsen hier pro Tag, ne? Ja, also es
sag mal, das ist jetzt wert von insgesamt zwei ganzen Arbeitstagen plus ein bisschen Vorbereitung. Jetzt muss man auch dazu sagen, so wie das in solchen Betrieben immer ist, wirst du ja auch nicht dauerhaft da stehen. Dann kommt vorne ein Kunde rein, dann will Papa was, dann und so weiter. Dann kommt die Post und so weiter. Okay, so. Wir sind allerdings noch nicht ganz fertig, glaube ich, ne? Nein, ich muss die Buchse natürlich danach noch bemaßen. Und dann würde ich aus optischen Gründen und weil hier immer noch leichte Grate und Reste dran sind, die Oberfläche ist relativ grau, bevor ich sie dann endgültig in den Block einbaue, würde ich sie nochmal glatt bürsten. Thema 1, bemaßen, heißt einfach draufschreiben. Genau, die wird mit der Bügelmessschraube vermessen, der Einpassdurchmesser und die Bundhöhe, nenne ich es jetzt einfach mal, der Bereich, in dem die Buchse im Wasser steht, das muss ich hinter der Fräsmaschine vermitteln, wie tief sie dort fräsen soll. Damit das hinterher aufpasst mit der Deckfläche, da schraube ich auch einmal rein, dass ich dann so gesehen die Buchsen, wenn maßlich irgendwie doch mal ein Hundertstel Unterschied ist, kann ich die als Paare zusammen ins Regal stellen. Das heißt, das ist für euch eine Vorarbeit für den nächsten Schritt? Richtig. Dass ihr quasi wisst, auf welches Maß ihr im Block gehen müsst? Ja. Vertraut man da zu 100% auf oder müsst ihr es eher nochmal nach? Zweiteres. Okay, verstehe. Doppelte Kontrolle ist mir ist da. Besser, ne? Immer besser. Kann ja mal was. Kann ja mal angeknabbert werden hier im Lager. Und dann Oberfläche, einmal schleifen. Ja. Sagt das ja, ne? Okay, dann gucken wir uns jetzt als nächstes an. Okay, das heißt, ganz normal, ich hätte jetzt gedacht irgendwie, nee, aber hier gehst du dran, ne? Richtig, ganz genau. Ich wollte gerade sagen, ne? Das, ja. Wird, das wird hier. Hier haben wir verschiedene Scheiben für zum Polieren. Nehmen wir meistens für Ventilschäfte. Und Drahtbürste zum Entgraten. Und hier geht fix. Oder Dichtungsreste, Silikon entfernen, geht da auch super. Okay, darf man nur nicht reinkommen. Okay, das heißt, die wird einfach nur einmal, aber überall. Hier ist sie überall einmal rüber, komplett außen. Einmal rüber, ne? Dann kann ich sie besser reinigen und es sieht ein bisschen netter aus. Wie muss die anschließend konserviert werden? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon rostet, oder? Genau, aus diesem Grund mache ich das immer erst, bevor ich die einsetze. Weil vermessen kann ich die so, die Oberfläche ist sauber genug, dass ich eine Bügelmessschraube ansetzen kann, aber ich habe dann noch einen leichten Restglühschmierstoff drauf, der trocknet dann aus. Und wenn sie dann jetzt ganz geringfügig Flugrost ansetzen würde, wäre es nicht so schlimm, weil dann löse ich sie und dann reinige ich sie und setze sie ein. Was nehmt ihr immer als, ich sag mal, dass es nicht rostet? Was nimmt man am besten? Wir haben eine Zeit lang Rostlöser mit Korrosionsschutzwachs benutzt. Das hat aber irgendwann mal den gegenteiligen Effekt gehabt. Mittlerweile sind wir tatsächlich zurückgegangen auf WD-40. Einfach WD-40? WD-40 kann man aber noch tunen, indem man Wachs heiß mit zumischt. Dann kann man so gesehen mit WD-40 eine dünne Schicht aufsprühen und dann irgendwann, wenn das WD-40 verdunstet teilweise, ist noch Wachs drauf. Ich befürchte, das wird jetzt auf jeden Fall gleich Diskussionen unter dem Video geben, weil das hatten wir schon mal, dass ganz viele der Meinung sind, dass WD-40 auch eher kontraproduktiv ist. Okay. So, und als Rostschutz keine Wirkung hat so ungefähr. War wirklich schon mal etliche drüber. Interessant, weil wir hatten das auch mal genauso gesehen und haben einen Rostlöser, also Rostentferner, mit Korrosionsschutzwachs benutzt. Das funktionierte in der ersten Zeit gut und aus irgendeinem Grund hat dann anschließend angefangen, das Material selber ganz schlimm angefangen braun zu werden. Das hast du auch nicht mehr wieder wegbekommen. Krass. So, ohne den Rostlöser war das Problem weg. Ja, es wird ja bestimmt einen Experten geben, der jetzt sagen kann, nimmt das und das und das Mittel zum Einsprühen und es rostet nie wieder. Ne? Wäre natürlich gut. Ich denke mal, am besten ist ja fast auch immer ja, irgendwas, wie du schon sagst, öliges, wachsiges, was man ein bisschen verdünnt mit einer Sprühflasche. Sowas in der Richtung, ne? Ja. Marius Golf ist aktuell so blank und der hat Angst, dass er anfängt zu rosten. Der hat tatsächlich dieses, ja, ähnlich wie euer Schneidöl, nochmal ein bisschen verdünnt, damit er das mit der Sprühflasche großflächig und jedes Mal, wenn du bei uns die Garage aufweichst, denkst du, du bist in der größten Maschinenbearbeitungszentrale gerade, ne, weil es genauso immer riecht. Jetzt macht es aber auch Sinn, warum die von innen bemaßt sind. Weil wenn Kevin jetzt natürlich gleich drüber schleift, wären natürlich die Zahlen weg für später. Ja, kurz und schmerzlos. So haben wir angefangen. Und zack, hat Kevin da eine schöne Buchse rausgezaubert. Wie würde es jetzt weitergehen? Theoretisch einspannen, alles raus. Ja. In der Höhe wahrscheinlich? Richtig. Buchse rein. Fertig. Fertig. Ja, in Anführungsstrichen fertig, ganz genau. Jetzt können wir auch noch einmal zeigen mit den Rillen hier drin. Ja, hier würde man halt schön, wenn du hier so seitlich jetzt reinguckst, dort sieht man dann anschließend später die Rillen, weil hier komplettes Kühlwasser rumfließt. Okay. Ja, also ich muss sagen, hat mir gefallen, wirklich Spaß gemacht, wieder was gelernt.
extrem cool, dass wir solche Bearbeitungsschritte zeigen können, dass ihr euch die Zeit nehmt, uns zu zeigen. Weil ich denke, ist auf jeden Fall interessant. Haben wir auch nicht jede Woche bei uns auf dem Kanal. Und wir gucken jetzt mal so, was die Motoren hier so machen. Und dann geht's demnächst weiter, würde ich sagen. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.